Ja, Mahlzeit, moin Leute, und willkommen bei meinem angekündigten Resteverwertungsvideo. Ach, wenn ich das alte Kamerabild sehe und diese Bildqualität und diese Tonqualität und meine FLM-Handschuhe, die viel zu klein waren, und meine Textilkombi und diesen Aufkleber auf dem Tank, oh, mir wird ganz anders. Das ist über 2 Jahre her, diese Aufnahme. Und in den 2 Jahren hat sich so viel verändert und es ist so viel passiert, so viel geiler Scheiß passiert. Und tja, 2 Jahre später und ich mache dieses Video. Ich bin hier auf einem Parkplatz von einer Sommerrodelbahn und da bin ich hingefahren, als es 30 Grad hatte und Sommerferien waren. Ich glaube, es waren Sommerferien und ich hatte keinen Bock, mich in der Schlange anzustehen und zu schwitzen. Und deswegen bin ich wieder weggefahren und anfahren konnte ich noch nicht so toll. Es war laut, das Anfahren von mir, und deswegen ist dieses Kind weggerannt und hat sich hinter Mama versteckt. Tesla! Ein Tesla. Ich möchte gerne einen Tesla fahren und einen Tesla haben. Ein Tesla. So, 0 auf 100. 3, 2, 1, los. Was ist das denn hier? Wer parkt denn hier schon wieder so? Ich fasse es nicht. Mitten auf der Kreuzung wird hier geparkt. Wo leben wir denn? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, deswegen habe ich diesen Clip auch nicht in die Videos reingenommen. Vielleicht darf er ja doch dort parken. Parkplätze sind doch hier im Ort, wo ihr noch da. Denn die Straße ist ja anscheinend noch breit genug, breiter als 2,60 Meter oder so, dass noch Feuerwehr vorbei kann. Ich weiß es nicht, ob er dort parken darf oder nicht. Vielleicht ist ja jemand hier, der das weiß, der mir das sagen kann. Schreibt das bitte in die Kommentare. Ich habe mir was Neues gekauft. Ich habe mir neue Spiegel für die Honda gekauft. Neue Lenkerendenspiegel. Ja, Moment mal, ich habe doch Lenkerendenspiegel. Ja, aber etwas andere Lenkerendenspiegel. Die Lenkerendenspiegel, die ich jetzt hier ja aktuell gerade dran habe, hier und hier, die gehen ja vom Lenker so nach unten. Ja, das sieht richtig geil aus. Aber hat nicht nur ein, sondern ein paar blöde Nachteile. Wenn ich jetzt so normal fahre und zum Spiegel hingucke, nach links oder nach rechts, kann ich zumindest aus meiner Sichtposition nicht nach hinten gucken. Überhaupt nicht. Ich muss immer meine Hand wegnehmen, um nach hinten gucken zu können. Ja, blöd. Und hier ist es noch dämlicher, weil ich vom Gas gehen muss. Ja, toll. Oder so gucken muss. Das nächste ist, die Spiegel vibrieren, wenn man viel Gas gibt. Ist auch blöd. Vor allem auf der Autobahn. Hat mich bis jetzt seit über einem Jahr eigentlich nicht wirklich gestört, aber langsam, keine Ahnung warum, es geht mir langsam auf den Senkel. Und ja, ich wollte Sack sagen. Deswegen habe ich mir neue Lenkerendspiegel gekauft, die nicht nach unten, sondern zur Seite weggehen. Die sind rund, zeige ich gleich. Die sind rund und kommen hier dran. Die gehen dann hier dran. Das heißt, das Bike wird insgesamt ein wenig breiter. Ich werde euch das Bike jetzt nochmal ein letztes Mal zeigen, wie es mit den Lenkerendenspiegeln aussieht. So sieht es jetzt mit den ersten Lenkerendenspiegeln aus. Das sind die von Amazon für 50, 60 Euro ungefähr. Nicht die von Highsider, die sind viel zu teuer. So sieht es aus. Oder so sahen sie bis jetzt aus. Es gibt auch noch eine Sache, die mich stört. Und zwar, wenn ich die Lenkung stark einschlagen muss, dann stoße ich mit dem Spiegel gegen mein Bein. Ja, ist auch blöd. Mit den anderen Spiegeln, die ja nach hier rausgehen, wird das nicht passieren. Willkommen bei einem neuen Video. Und zwar einem neuen Video mit schiefen Lenker. Ist leider immer so. Ein Werkstattbesuch ist im Sommerhalbjahr, einer ist im Winterhalbjahr. Und auf den im Winterhalbjahr habe ich keinen Bock. Hui. I have an onion on my head, I am a Döner. Because Döner makes schöner. So, dieser braune Kleinbus stand jetzt hinter mir. Biegt jetzt vor dem hier ab oder wie? Yo,
Alter, ich fahre 115 und er dürfte maximal wie viel fahren mit seinem Anhänger? Richtig, 80. Alter, was ging hier denn ab? Ich überlege, ob ich die Tankstellenverkäuferin mal frage, wenn ich dann gleich bezahlen gehe, was da los war. Hier ist ja alles kaputt und zerstört. Ich wollte in der Tankstelle nachfragen, was da passiert ist. Allerdings steht da ein Schild drin. Unsere Mitarbeiter dürfen keine Aussagen oder treffen keine Aussagen zu den Ereignissen vom Sohn-Sohn-5. Dieses Jahr. Weil ich aber nun schon gerne wissen möchte, was da nun passiert ist, habe ich einfach mal ein bisschen rumgegoogelt und zack, nicht mal 30 Sekunden später habe ich rausgefunden, was da nun genau passiert ist. Ich sage einfach bloß kurz, jemand hat die Kontrolle über sein Auto verloren und ist in die Tankstelle reingefahren. So, mehr sage ich dazu nicht. Wen das interessiert, sucht nach Tankstelle Leipzig, Unfall oder so. Vielleicht findet ihr es ja. Mehr sage ich dazu nicht. Ich habe irgendein Diplomatenfahrzeug hier vor mir. Weil 0 und Berlin, weil, wenn ich mich recht entsinne, 0 war irgendwas mit dem Bundespräsidenten. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, die fahren Richtung Dresden. Und ich tue das auch. Das ist einer von der Regierung, aber wer von der Regierung ist es, keine Ahnung. Es ist, auf alle Fälle ist es ein Diplomatenfahrzeug. Ja, wie denn jetzt? Was denn jetzt? Entweder du schaffst es, den da vorne zu überholen, oder du schaffst es nicht, den da vorne zu überholen. Ich kann mit meinen 13,3 PS nicht wirklich auf die dritte Spur. Das geht nicht. Guck mal, sogar der vor dir will jetzt schon überholen. Komm doch mal zum Punkt. Oder fahr zumindest mal nach da rein. Ich verstehe es nicht. Mann, Mann, Mann. Ja, er darf eigentlich auf der Mittelspur fahren. Hier, selbst der LKW hinter mir ist schneller als der Typ da. So, jetzt ist frei. Jetzt kann ich mal vorbei. Wo ist denn dieser Knopf? Hier sind so ein paar Impressionen von meiner allerersten A2-Fahrstunde. Eigentlich sollte ich mich erst auf dem Parkplatz warm fahren und mich an dieses Motorrad gewöhnen. Eine Honda CBR 500 ist das. Aber weil der Fahrlehrer mir vertraut und er weiß, dass ich mehr oder weniger fahren kann, geht wunderbar, darf ich direkt auf die Straße. Geil, oder? Von der großen wieder auf die kleine. Oh, oh mein Gott. Eine CBF 500 ist das. Oh mein Gott, ist das komisch. Jawohl, jetzt geht's. Ja, die fährt sich, die Honda, hier die kleine Honda, der andere ist ja auch eine Honda, die kleine Honda fährt sich im Gegensatz zum großen Honda von der Fahrschule anders. Ja, das ist Fakt. So, das war sie, meine Resteverwertung. Ich hoffe, das Video hat dennoch gefallen, trotz dass es eigentlich eine Resteverwertung ist. Und damit bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.